Willkommen zukünftiger Kryptorentner zum heutigen Video. Sind NFTs ein Fluch oder doch ein Segen? Das schauen wir uns an. Viel Spaß beim Schauen. NFTs dürften für dich inzwischen ein Begriff sein. Falls nicht, schau dir gerne dazu ein Video an, da stelle ich sie vor. Da zeige ich dir auch, wo du sie wie kaufen kannst. Heute geht es darum, ob sie ein Fluch oder ein Segen sind, welche Vor- bzw. Nachteile bringen sie. Ich möchte kurz vorab von dir eine Schätzung, wie teuer das teuerste NFT war oder ist. Das darfst du mir gerne einmal unten rein kommentieren und am Ende gibt es natürlich dazu die Auflösung. Natürlich freue ich mich auch so über einen Kommentar, denn das Ganze pusht natürlich den Algorithmus und treibt uns natürlich weiter nach vorne. Wie du hier siehst, fangen wir das Video auf OpenSea an. Das Ganze ist ein Marktplatz für verschiedene NFTs. Meiner Meinung nach musste NFTs unterscheiden zwischen verschiedenen Kategorien. Und zwar würde ich jetzt einfach mal sagen zwischen nützlich, Kunst und Spielerei. Was genau meine ich damit? Ich habe dir vor wenigen Tagen erst vorgestellt, dass es ein Autor gibt und zwar hier diesen Alfa Romeo Tonet, welcher mit der Blockchain arbeitet und hier alles von dem Fahrzeug in der Blockchain gespeichert wird. Was genau, wie genau, dazu gibt es ein Video, schau da gerne mal vorbei. Finde ich sehr interessant und definitiv mal einen Blick wert. Ansonsten kannst du mit NFTs natürlich auch spielen. So gibt es zum Beispiel hier dieses Pferderennen. Hier kannst du Pferde kaufen, sie in Rennen antreten lassen. Natürlich in der Hoffnung, dass dein Pferd gewinnt und du dann natürlich auch deine Belohnung bekommst. Man kann also mit NFTs definitiv auch interessante Sachen machen. Du siehst also, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, ein Spiel zu spielen. Weiter gibt es auch die Möglichkeit und da finde ich, bietet sich Steppen an und zwar kannst du damit natürlich auch Sport treiben. Das Ganze ist sehr cool. Das Ganze motiviert den Menschen vielleicht doch mal ein paar Schritte vor die Haustür zu setzen, um ein paar Schritte zu sammeln und so ein paar Belohnungen zu bekommen, denn am Ende des Tages gibt es natürlich hier Geld. Ob sich das Ganze lohnt und rentiert, dazu habe ich ein Video gemacht. Schau auch da gerne mal vorbei. Und wie immer, das Ganze ist natürlich weder eine Anlageberatung noch sonst irgendwas. Aber wie du siehst, es gibt definitiv sehr viele Anwendungsbereiche, die sehr interessant sind. Dann gibt es natürlich auch noch den Bereich, und da gehen wir wieder zurück zu OpenSea, und zwar Kunst. Jeder mag was anderes, jedem gefällt was anderes und du hast die Möglichkeit, hier hinzugehen und zu sagen, mir gefällt zum Beispiel dieses Foto hier. Natürlich gibt es da auch bekannte Künstler und Kunstwerke, wo du dir so ein Bild kaufen kannst und es dann dein eigen nennen kannst. Im Endeffekt kann keiner dieses Foto haben oder besitzen, weil du hast sozusagen diese Rechte an der Blockchain gekauft und dieses NFT gehört dir. Wenn dann irgendwann im Laufe des Jahres der Ledger Stacks rauskommt, dann kannst du hingehen, das Ganze auch als Hintergrundbild machen. Instagram bietet es an, Twitter bietet es an, da kannst du deine NFTs hochladen und auch als Hintergrundbild oder Profilbild benutzen. Also wie du siehst, sehr viele Möglichkeiten. Ich persönlich sehe aktuell keinen Sinn, so ein Foto zu kaufen. Ich würde mir so ein Kunstwerk lieber in echt kaufen und irgendwo hinhängen. Aber wie du weißt, jeder Mensch mag was anderes, jedem gefällt was anderes und jeder hat andere Prioritäten. Deswegen hast du hier definitiv die Möglichkeit. Es gibt natürlich auch weitere nützliche NFTs, wie zum Beispiel, dass du bei MMF hingehen kannst und sagen kannst, okay, ich verdiene dadurch mehr. Das heißt, du hast ein NFT von zum Beispiel MMF und bekommst dann 5% mehr Bonus bei den ganzen Staking-Geschichten. Es gibt also sehr viele Anwendungszwecke. Es ist aber am Ende des Tages wirklich die Frage, was ist sinnvoll. Meine Meinung ist folgende, wenn wir hingehen und sagen, wir verknüpfen das mit etwas Vernünftigem, wie zum Beispiel hier mit dem Auto, dass man weiß, wann war welcher Service, wann war welche Wartung, hatte das Fahrzeug zum Beispiel einen Unfall und allen voran, welcher Kilometerstand ist der richtige, dann ist das definitiv sehr interessant, sehr sinnvoll und sehr praktisch. Wenn wir hingehen zu den ganzen Spielen, wie gesagt, PegExi ist hier nur ein Beispiel. Ich sehe das Ganze dann in Richtung so Rare oder vielleicht auch bei FIFA oder wie auch immer Electronic Arts das Ganze jetzt nennen wird. Wenn du hingehst und sagst, okay, ich möchte ein Team zusammenbauen und muss dieses nicht jedes Jahr aufs Neue zusammenbauen, sondern kann das Ganze mit NFTs verbinden bzw. NFTs kaufen und die Spieler gehören dann mir. Natürlich, es kann nicht nur jeden Spieler einmal geben, auch wenn es natürlich das Sinnvollste wäre, aber du kannst dann zum Beispiel Mbappé 10 Mal auf dem Markt erwerben, dann kaufst du ihn dir einmal. Wir brauchen auch nicht drüber reden, dass das Schwein Geld kosten.
kosten wird. Aber du hast dann Mbappé in deinem Team, der hat dann die folgenden Werte und meiner Meinung nach sollten sich die Werte dann auch in Zukunft an die Leistung des realen Lebens anpassen, auch wenn er das Team und Co. wechselt. Aber das Ganze wird wahrscheinlich früher oder später auf uns zutreffen. Dann gibt es natürlich auch was sehr Sinnvolles, wie vorhin schon erwähnt, das mit den Steppen. Wenn es hier in die Richtung geht, Gesunderhaltung, finde ich das definitiv bombastisch und man sollte sich überlegen, ob hier vielleicht nicht die eine oder andere Krankenkasse auch irgendwie so eine Belohnung erfinden möchte oder irgendwo hier eine Kooperation starten möchte, dass man hingeht, okay, du bist bei uns zum Beispiel Kunde, du bekommst zum Beispiel einen Zuschuss zu dem Schuh oder du bekommst einen Schuh kostenlos, natürlich je nachdem, was die kosten und was sie bringen. Das würde natürlich jeden motivieren, es würde auf jeden Fall der Gesundheit Vorteile bringen und so natürlich die Krankenkassen entlasten. Also definitiv wirklich sinnvoll. Jetzt schauen wir nochmal rüber zu der Prognose, wie teuer das teuerste NFT mal verkauft wurde. Und zwar wurde das teuerste für 87,1 Millionen Euro verkauft. Aber man muss hier dazu sagen, das Ganze gehört nicht einer einzelnen Person, sondern es haben knapp 29.000 Sammler das Ganze gekauft und es gab insgesamt 312.686 Anteile. Aber das teuerste NFT, was eine einzelne Person gekauft hat, ist eben hier das Bild voller Bilder für 65,7 Millionen Euro und das ist doch eine sehr große Summe. Wie du also siehst, mit ein bisschen Glück und dem richtigen NFT kannst du auch definitiv reich werden. Du siehst, es gibt hier noch viele andere NFTs, die auch sehr teuer waren. Du kennst zum Beispiel die CryptoPunks, meiner Meinung nach nicht unbedingt irgendwas Sehenswertes, aber auch die haben sehr viel Geld eingebracht. Wie gesagt, wenn du mich schon länger verfolgst, du hast auch gesehen, welche NFTs ich mir zugelegt habe, beziehungsweise was ich so für Spiele gespielt habe und natürlich auch Steppen. Aber wie gesagt, das Ganze ist keine Anlageberatung und auch sonst nicht. Wenn wir also auch zum Fazit kommen, du siehst, solange das Ganze sinnvoll ist, finde ich das Ganze als eine sehr coole Idee. Vor allem sehr praktisch, weil du hingehen kannst und etwas als einmalig verkaufen kannst. Du kannst zum Beispiel Sammlerprojekte oder ähnliches erstellen. Also es macht definitiv Sinn, aber es ist natürlich immer die Frage, wem gefällt was. Deine Meinung, wie gesagt, einmal in die Kommentare und dann soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Falls dem so ist, freue ich mich über eine Bewertung und einen Kommentar für den Algorithmus und wir sehen uns dann selbstverständlich spätestens morgen zum nächsten Video zukünftiger Kryptorentner.